Willkommen zurück, meine lieben Kinder, zu dieser angekündigten Katechese mit dem Titel Der Antichrist Prophezeiungen und Interpretationen. Wir haben schon oft über dieses Thema gesprochen, das, wenn die Modernisten es uns erlauben, keineswegs abwegig ist, sondern ein völlig biblisches und theologisches Thema und Teil des Erbes der biblischen Offenbarung. Wir erfinden nichts, wenn wir vom Antichristen sprechen. Und ich glaube, es ist notwendig, ja sogar dringend, dass wir uns über diese Angelegenheit informieren, weil ich denke, dass es ein äußerst wichtiges Thema ist, das vertieft werden sollte. Ich verweise euch für die Prolegomena, wie man so sagt, auf meine Reflexionstreffen, auf meine Katechesen, die ihr auf dem Kanäle YouTube von Radio Domina Nostra, die es ermöglichen, sich zu vertiefen, einfach Don Minutella anklicken, dann Antichrist eingeben, nicht weil Don Minutella der Antichrist ist, sondern weil es das Thema ist, das man suchen sollte, und Sie werden weitere Vertiefungen finden. Aber es ist sehr wichtig, heute Abend ein Thema zu vertiefen, das völlig unterschätzt wird, praktisch fast völlig unterschätzt wird, nämlich die Gesamtheit der Prophezeiungen, die sich auf die Figur des Antichristen beziehen. Also werde ich der Reihe nach vorgehen. An erster Stelle werde ich eine umfassende Einführung geben. Dann werde ich meine interpretative These über den Antichristen anbieten und schließlich werde ich euch ein paar Prophezeiungen vorlesen, die im Laufe der Jahrhunderte kommentiert wurden und das Kommen des Antichristen betreffen. Also, ich betone in dieser Einführung, in diesem einleitenden Teil, dass wir müssen den modernen Herren nicht erklären. Dass das Thema des Antichristen ein von der Offenbarung in der Heiligen Schrift anerkanntes Thema ist, besonders auf ganz explizite Weise. Der Antichrist ist ein Thema, das wir in den katholischen Briefen und insbesondere in den Briefen von Johannes finden. Dann in den Briefen, im Briefwechsel von Paulus, aber das ist nicht das Thema dieses Abends weil ich dieses Thema schon zu anderen Zeiten behandelt habe. Ich frage mich, ob diese Gesellschaft, in der wir leben, eine Gesellschaft, in der Gott völlig beiseite geschoben wurde und noch viel mehr Jesus Christus, eine Gesellschaft, die eine neue Religion aufgebaut hat, ob wir in einer neuen humanitären Religion sind, in der der Mensch verehrt wird, nicht Gott. Eine Gesellschaft, in der nicht mehr nur ohne das Gesetz Gottes, sondern offen gegen das Gesetz Gottes gesetzlich geregelt wird, könnte eine Gesellschaft sein, die, wie die Apokalypse sagt, die Ankunft des Antichristen vorbereitet. Das müssen wir uns fragen. Vor kurzem habe ich, es war kein Interview, ein Gespräch mit ein paar Freunden, Theologen und Juristen geführt, in dem ich argumentierte, dass wenn der Moskauer Patriarchat, ich bringe hier nur eine Überlegung vor, wüsste, ich weiß nicht, ob es das weiß, aber wenn es wüsste, dass im lateinischen Westen eine isolierte Enklave existiert, die sich der Umsetzung der LGBT-Agenda, der Pro-Gay-Agenda, der globalen synkretistischen Agenda, die so sehr von Bergoglio garantiert wird, widersetzt, habe ich keinen Zweifel, dass dies, möge Gott es nicht zulassen, die Gelegenheit sein könnte. Bei der zwischen den russischen Orthodoxen und dem kleinen oder großen katholischen Widerstand versteht ihr mich, ein tiefes Einvernehmen entstehen könnte. Ich schließe das nicht aus, denn die Wege der Vorsehung sind unberechenbar. Bisognerà fare fronte comune. Del Resto si dice che il grande prelato metterà insieme di nuovo le chiese d'Oriente e d'Occidente. Herr ich lade euch ein dafür zu beten, dass das Patriarchat von Moskau, und ich sage ausdrücklich das von Moskau, weil das griechisch-türkische Patriarchat, das von Konstantinopel, von Athen etwas anderes ist, aber sie sind ein bisschen mehr auf die, sagen wir mal, modernistische und progressive Linie des Westens ausgerichtet. Aber das Moskauer Patriarchat, wenn es wüsste, dass es hier bei uns, in Rom zum Beispiel, in Westeuropa, eine katholische Realität gibt, die nicht mit Bergoglio, dem falschen Papst, dem Umsetzer der globalistischen, synkretistischen und pro-LGBT-Agenda übereinstimmt, sondern dass es mutig eine Realität gibt, die wir zum Beispiel repräsentieren, die sich nicht den Diktaten beugt, mutig, weil wir zudem an vorderster Front stehen, weil Russland, wenn es erklärt, dass es sich den Diktaten der Gay Pride-Bewegung nicht beugt, immer noch in Russland ist, also sind sie geschützt. In Moskau gibt es nicht all das, was wir bei uns sehen. Wir haben es im Streit, aber wenn sie wüssten, dass es diesen Widerstand gibt, denke ich, dass dies bald den Unterschied machen könnte. Nehmen wir an, weil dies geschieht. Zurück zum Antichrist Thema. Also, ich wollte euch zunächst folgendes sagen. Daher müssen wir berücksichtigen, auch wenn es schwer zu akzeptieren sein mag, dass der Antichrist kein Mythos oder Dämon ist. Nicht ein Dämon ist der Antichrist. Passt gut auf. Und es ist auch nicht nur eine Heresie. Das ist es auch. In Ordnung. Der Antichrist ist nicht nur eine Heresie. Nicht einmal in erster Linie eine Strömung von. Die Männern, von Gedanken. Wie viele behaupten, auch ich habe es lange gedacht. Nein, der Antichrist ist der Mensch der Ungerechtigkeit, wie ihn der heilige Paulus nennt. Ein Mensch wie alle anderen. Der Antichrist ist ein menschliches Wesen. Achtung der aus der geheimnisvollen Vereinigung zwischen, und das sind die Prophezeiungen, wir gehen bereits ins Detail, zwischen einer Frau und einer Untergebenen geboren wird. Dann wird dieser Mann auf außergewöhnliche Weise unterstützt, sodass er erstaunliche Dinge sagen und tun kann, um selbst die Gerechten zu täuschen. Viele Ungerechte werden getäuscht. Für Beispiel sehen wir auch heute, wie angesichts des ganz klaren Glaubensabfalls, der vom Boglio Idolatra vorangetrieben wird, der Lass sie sich vor Paschamama niederwerfen, Kardinäle und Bischöfe, die wie Heilige erscheinen, Direktoren von marianischen Netzwerken, die wie Heilige erscheinen, in Wirklichkeit schließen sie die Augen und schweigen. Das bedeutet, dass sie verführt sind, verstehst du? Weil wenn du vor der Täuschung schweigst, bist du ein Komplize der Täuschung. Daher die Macht, denn die Madonna hat zum Beispiel in Lasalette gesagt, dass der Antichrist von Lasalette kommen sie, wie wir sehen werden. Nicht sicher, was ich heute Abend in nur 50 bis 55 Minuten sagen kann, seht dann selbst, wie ihr eine Zusammenfassung macht. Die Madonna von Lasalette hat absolut unglaubliche Hinweise auf den Antichristen gegeben und es lohnt sich sie zu kennen. Denn die Madonna hat gesagt, dass er sechs oder siebenmal besser sprechen wird als ihr Sohn, also wird er außergewöhnliche Macht haben, wird sogar die Gerechten täuschen und entthronen. Alle Mächtigen der Erde, indem er für einige Zeit der Anführer wird, könnte man sagen, der Herrscher der Welt. Das wird er tun, wie ich auch in meinem Buch über die Apokalypse geschrieben habe. Hier ist es die Symphonie des Lammes. Ich habe es vertieft, für diejenigen, die das Buch haben, wissen es, vor allem für diejenigen, die es gelesen haben. Ich habe dieses Thema vertieft, als ich über die übernatürlichen, erstaunlichen Fähigkeiten des Antichristen sprach. Ich verweise euch auf mein Buch, also über den Antichrist, das in der Reflexion der Apokalypse enthalten ist. Während dieser unheilvollen Herrschaft, die, wie der heilige Text sagt, also wir haben biblische Texte, die vom Antichristen sprechen, dreieinhalb Jahre dauern wird. Die Gelehrten fragen sich, ob es eine, sagen wir, konkrete wörtliche Anwendung ist. Oppure se symbolica. Io nel mio libro sull'Apocalisse, riguardo al tempo dell'Anticristo, ritengo che si debba parlare di un tempo simbolico. Drei und ein halb ist die Hälfte von sieben, sieben ist die Vollkommenheit, gehört nur Gott, Satan ahmt Gott nach, daher kann er nur bis zur Hälfte gehen, sagen wir mal drei und ein Vielleicht ist es ein Zeitraum von dreieinhalb Jahren. Während dieser unheilvollen Zeit, auf die, das sage ich gleich, niemand vorbereitet ist. Die Schuld liegt bei den Hirten, bei uns, bei der kirchlichen Regierung. Ich möchte euch sagen, da wir uns in den Tagen vor dem Fest der Madonna von Fatima befinden, am 13. Mai ist der Jahrestag der Erscheinung. Die Madonna gab die drei Geheimnisse am 13. Juli 217. Das dritte Geheimnis spricht auch vom Antichristen. Ich habe keinen Zweifel. Ich glaube, wenn es offenbart wird, sind wir vielleicht noch am Leben. Ferra heraus, dass ein guter Teil des dritten Geheimnisses von Fatima sich genau auf das Kommen des Antichristen bezieht. Diese katholische und heute pseudokatholische Hierarchie wollte jedoch völlig schweigen angesichts des Kommens des Antichristen und so sind wir völlig unvorbereitet auf das, was er tun wird. Eben während dieses seines unheilvollen Reiches, von dem die Schriften sprechen, der Antichrist, der ich wiederhole, ein Mensch ist, ein Mann wie wir alle, jedoch von Satan gezeugt, weil Satan Gott nachheft. Der Christus wurde durch das Wirken Gottes im Schoß Marias empfangen. Parimenti, der Antichrist, das sind beeindruckende Dinge zu sagen, aber so ist es, wird durch das Werk Satans gezeugt. Also nicht direkt von Satan, weil Satan ein Engel ist. Er hat, entschuldigen Sie, keinen männlichen Samen. Es braucht den Samen. Man gerät ins Geheimnisvolle. Jetzt habe ich eine These, die euch hoffentlich nicht verprügelt. Es wird im Antichrist so aussehen. Weil wenn er aus der Menschheit hervorgeht, muss die Schrift uns doch etwas darüber sagen können. Ich habe etwas erblickt, jetzt sage ich es euch. Aber zunächst beenden wir diesen ersten Schritt. Während seiner unheilvollen Herrschaft, die möglicherweise gar nicht so fern ist und es nicht ausgeschlossen ist, dass der Antichrist bereits unter uns weilt, denn wir sehen ja die antichristliche Gesellschaft, wird er alle Völker erschüttern, die wahre Kirche verfolgen, denn so wie es den Antichristen gibt, wird er sich seine eigene Kirche schaffen. Achtung auf diesen entscheidenden Abschnitt, es wird eine Kirche des Antichristen geben, die als offizielle Kirche durchgehen wird. Die als die Kirche von jeher erscheinen wird, weil der Versuch sein wird, den Übergang nicht zu erkennen, aber in Wirklichkeit ist es nicht mehr die katholische Kirche, es ist die falsche Kirche des Antichristen, also die Antikirche. Die Antikirche. Also wird er die wahre Kirche verfolgen, während er der falschen Kirche, der Antikirche, Pracht und Ruhm verleihen wird, und wird es tun. Sie wird angebetet werden, wie der Apostel Paulus sagt, der Antichrist wird es schaffen, im Tempel Gottes an der heiligen Stätte angebetet zu werden. Jetzt dieser heilige Ort, wie viele Interpreten der Prophezeiungen über den Antichristen sagen, ist Rom ohne Zweifel. Die Mutter Gottes in Lazareth hat deshalb gesagt, dass Rom der Sitz des Antichristen werden wird. Eben, wir müssen uns immer klarer bewusst werden, dass der Antichrist ist ein Mensch, der aufgrund einer satanischen Kopulation mit außergewöhnlichen Kräften ausgestattet ist. Aber ich möchte diese Sache mit der Kopulation vertiefen, weil es ein etwas peinliches, aber entscheidendes Thema ist. Weil, wenn wir sagen, dass der Antichrist durch das Werk Satans mit einer Frau gezeugt wurde, müssen wir in der Lage sein, etwas in der Schrift finden. Echo, also wiederhole ich, jetzt biete ich eine These an, die nicht so abwegig ist, weil einige Kirchenväter des dritten Jahrhunderts, wie Irenaeus, sie zum Beispiel erwähnen, aber diese Interpretation ist völlig in Vergessenheit geraten. Ich bringe sie euch wieder näher. Es ist das erste Mal, dass darüber gesprochen wird. Ich habe hier und da bei einer umfassenden Recherche gesehen, dass niemand darüber gesprochen hat, dass niemand darüber gesprochen hat. Und deshalb schlage ich euch meine These vor, meine Vermutung, die von euch Respekt verlangt, wenn ihr sie nicht teilt. Bene, also im Buch Genesis im sechsten Kapitel gibt es einige rätselhafte Verse. Ich lese sie euch vor, natürlich lese ich sie aus der Übersetzung, die für mich eine der besten ist, herausgegeben von Ricciotti für die Typen der FDF. Lassen wir uns lesen, was darüber steht, was Gott für die Sintflut bestimmt. Avendo die Menschen, Kapitel 6, Vers 1 der Genesis, begonnen, sich auf der Erde zu vermehren und Töchter zu zeugen, die Söhne Gottes, die nicht die Menschen sind, weil sie nicht Menschen genannt werden. Im hebräischen Text steht Elohim, also Wesen, die der göttlichen Sphäre zugeordnet sind die sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren und nahmen sich Frauen von allen, die ihnen gefielen. Man spricht also von einer Kopulation, von einer fleischlichen Verbindung. Und wenn man nicht versteht, wer diese Gottessöhne sind, denkt man, dass es Männer sind, die sich Frauen nehmen. Und hier gibt es nichts Besonderes. Der hebräische Text nennt Elohim. Nun sind, wie einige in den sozialen Medien behaupten, Götter des polytheistischen Pantheons, denn Gott ist einer und einzig. Sie spricht man hier, wie einige Kirchenväter sagen, von den gefallenen Engeln. Nach der Vertreibung Luzifers, wie die rebellischen Engel vom Himmel, sie wurden gestürzt, sagt die Apokalypse, auf die Erde. Die Cosmocratoris werden auf der negativen Seite genannt. Es gibt Dämonen, die für die Herrschaft über die Luft, das Wasser, das Feuer und so weiter zuständig sind und die ständig mit den Engeln, die Gott treu sind, in Konflikt geraten. Es ist ein Kampf, den wir nicht sehen. Es ist ein Wettstreit. Verstanden? Der lateinische Text von St. Hieronymus aus dem Griechischen übersetzt spricht von Collutatio, wenn es zu einem Handgemenge kommt. Wir sehen sie nicht, doch sie ist da. Also, laut der, sagen wir mal, schwierigsten Interpretation würde dieser Text vom Beginn einer Linie sprechen, die aus der Vereinigung dieser Nephilim, dieser Elohim, dieser gefallenen Himmelsgeister mit den Frauen hervorgeht. Was könnte das bedeuten? Keine direkte Kopulation. Schaut, ich erfinde hier nichts. Es ist eine These, die ich wieder aufgreife, aber die früher im Umlauf war und dann völlig verloren ging. Ich glaube, dass wir anerkennen müssen, dass der Antichrist zwar ein Mensch ist, aber gezeugt durch die Vereinigung mit Satan. Wir müssen verstehen, was das bedeutet. Der Kirchenvater sagt, dass es sich nicht um eine direkte Kopulation handelt. Da Engel nicht den männlichen Samen haben der den Schoß einer Frau befruchtet vielmehr handelt es sich um bösartige kosmokratoren die von bestimmten männern besitz ergreifen um mit frauen zu kopulieren auch wenn das ergebnis der kopulation auf der vereinigung zwischen einem mann und einer frau beruht weil es keinen anderen weg gibt betrachten sie sich dennoch als aktive protagonisten dieser wesen die geboren werden. Es ist schockierend, ich weiß, aber Satan hat das nie getan. Jetzt wissen wir aus den alten vorchristlichen Kulturen, auch den vorkolumbianischen, dass in einigen Umständen in den noch animistischen kanadischen Kulturen werden Stammestänze durchgeführt, bei denen man zuerst durch Drogen und konstante Tanzrhythmen in Trance gerät. Und in dieser Trance, in die Geister, in den Mann eintreten, gibt es eine kollektive oder einzelne Orgie mit einer Frau, die das empfängt, was dann als ein zu großen Taten bestimmter. Diese Tatsache ist belegt, diese Totentänze, diese satanischen Tänze, die schließlich eine Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau vorsehen wobei der Mann bereits von unreinen Geistern besessen ist. Satans hat sich den besten Teil vorbehalten, nämlich durch eine schwarze Messe zu sorgen. Verstehst du? Mediante eine schwarze Messe, durch ein Voodoo-Ritual, ein Ritual, eine Makumba, etwas in der Art, einen Totentanz, um sich den letzten Akt der Kopulation vorzubehalten, damit der Antichrist hervorgebracht wird. Der Text ist noch rätselhafter, weil im Vers 4 steht: Nun gab es in jenen Tagen Riesen auf der Erde. Denn nachdem die Elohim, die als Söhne Gottes bezeichnet werden, aber ihr versteht, dass sie keine Menschen sind, sich mit den Töchtern der Menschen vereinigten, gebaren diese starke und berühmte Männer der Jahrhunderte. Einige Kirchenväter, einige Exegeten, vor allem der zeitgenössischen Epoche, Lächeln angesichts dieser Angelegenheit und ziehen es vor, diese Sache zu übergehen. Sogar Don Bonino Roto zieht es vor, in seinem Kommentar zur Genesis nicht näher darauf einzugehen. Aber dieser Text, wie Sie hören, spricht von der Möglichkeit, dass Elohim, die für uns im Gegensatz zu dem, was ein gewisser Biglino sagt, ich glaube, so heißt er, der viele Zuhörer hat und meint, es handle sich um echte Gottheiten. Wir wissen, unser christlicher Glaube lehrt uns und zwingt uns zu einer strengen, monotheistischen Sichtweise. Aber Gott ist einer in drei Personen, aber nur einer. Es gibt nicht viele Gottheiten, es gibt kein politisches Pantheon. Also diese Elohim, die sicherlich und gewiss nicht die Menschen sind, wer sind sie? Sono, die gefallenen Engelsgeister. Die sich über den Plan Gottes lustig machen und durch bestimmte Rituale, wie ich euch sage, eine Nachkommenschaft hervorgebracht haben. Eine geheime Nachkommenschaft. Das ist meine Hypothese. Eine geheime und unterirdische Linie, die immer die Oberhand in der Welt hatte, weshalb, wenn man bestimmte Untersuchungen zur Desoxyribonukleinsäure gewisser historischer Persönlichkeiten durchführen würde, man entdecken könnte, dass sie vielleicht alle von einem einzigen Stamm abstammen. Diejenigen, die uns in der Welt wie Hitler erstaunen, enden alle schlecht, weil der Teufel nicht am Samstag zahlt. Aber ein Mann wie Hitler, wir wundern uns, wie er es geschafft hat, an die Macht zu kommen. Wie wurde Hitler gezeugt? Wissen wir es? Bergoglio auch sehen. Wie ist es wirklich gelaufen? Wir sehen andere Figuren der Geschichte. Das heilige Buch lässt vermuten, dass es ein Geschlecht gibt, ein menschliches Geschlecht. Eine menschliche Familie unter den menschlichen Familien, die von diesem abstammt. Anzestrale Kopulation der Elohim, also der gefallenen Engelsgeister, mit den Frauen der menschlichen Sippe. Und es wird gesagt, es wurde gelehrt, dass es einen weiteren Beweis braucht. Und noch einen Beweis bringe ich. Und ihr werdet sprachlos sein, wenn ich euch sage, dass ich euch heute Abend nicht zwingen will, an diesen Kram da zu glauben aber meine lieben kinder wir müssen diese dinge in betracht ziehen gibt es beweise in der heiligen schrift für diese hypothese ja ich werde sie euch zeigen und genau aus der genesis konnte es nur die apokalypse sein per zu sagen dass dieses satanische geschlecht aus dem der antichrist hervorgehen wird es tut mir leid ich habe einen theologischen grund ich will dass die rede heute zählt ist es wahr dass matthäus und auch Luca betonen die Bedeutung des Stammbaums Christi. Ja, das stimmt. Sogar wenn Matteo es an Adam übermittelt, also 1900 Jahre vor Christus, nichts weniger, Luca, wie ich in meinem Buch Er wurde Fleisch schreibe, führt es zum selben Adam zurück. Um zu sagen, dass es damals ein edles Geschlecht gab, ein heiliges Geschlecht ein königliches geschlecht ein geschlecht nach gott aus dem durch das wirken des heiligen geistes der christus hervorgegangen ist nirgends steht das das ist ein theologisches schmankerl von mir jetzt der antichrist ist das werk satans der gott in allem nachäfft also hat sich auch satan eine eigene genealogie geschaffen nur eben im geheimen kommen jesus christus von joseph josef von matthäus Matthäus bis zu David, dann zurück bis zu Adam und sogar in Lukas bis zu Adam, so ist es sehr wahrscheinlich, dass es eine Genealogie des Antichristen gibt. Die Interessierten kennen sie wir nicht. Bestimmte Familien jüdischer Abstammung, die die Weltbanken regieren, alle, die alle Tantimen des Universums besitzen, die viel mehr entscheiden können als die westlichen Staatsoberhäupter zusammen, könnten das erwarten lassen. Bestimmte Entscheidungen dieser Machthaber, die die katholische Kirche mit dieser typischen antichristlichen Matrix bekämpfen, könnten das glauben lassen. Aber es gibt ein drittes weiteres Element, das uns glauben lässt, dass es eine fleischliche Nachkommenschaft des Antichristen geben könnte die bisher verborgen geblieben ist und verborgen bleiben wird ein geheimes Zeichen solange der Antichrist sich nicht manifestiert wie es bei Christus der Fall war I'm sorry I need the text you want me to reformulate and shorten in order to assist you please provide the text you need help with und es ist das Buch der Apokalypse Im Buch der Offenbarung nehme ich den Text immer aus dieser Version die ich euch empfehle herausgegeben von FDF in der Offenbarung spricht Johannes an einem bestimmten Punkt von den Auserwählten. Die Offenbarung spricht von den Auserwählten und macht die Aufzählung. Und er macht die Liste, passt gut auf. Die Erfahreneren unter uns werden überrascht sein, dass die Apokalypse zu bestätigen scheint. Das, was wir sagen: Wir sind im Kapitel 7, es geht um die Nachkommenschaft aller Auserwählten. Und an einem bestimmten Punkt lesen wir im Kapitel 7, Vers 4 folgende. Odi die Zahl der Gezeichneten, also der mit dem Siegel des Heils am Sphragise markierten. Und hier beginnt die Liste. Spezifisch aus dem Stamm Juda haltet die Zählung und 12.000, markiert aus dem Stamm Ruben 12.000. Markiert von dem Stamm Gad, 12.000 Markiert von dem Stamm Assa, 12.000 Markiert von dem Stamm Nestalim, 12.000 Manasse, 12.000 Markiert Markiert aus dem Stamm Simeon, 12.000 Markiert vom Stamm Levi, 12.000 Markiert aus dem Stamm Issachar, 12.000 Markiert aus dem Stamm Zebulon 12.000 Markiert vom Stamm Josef, 12.000 Markiert aus dem Stamm Benjamin, 12.000 Mark, wie viel? Niemand hat bemerkt unter den Nichtexperten, dass erstaunlicherweise ein Stamm in der Zählung fehlt. Die Kirchenväter haben sich gefragt, warum dieser Stamm fehlt. Das ist der Stamm Dan. In meinem Buch frage ich die Mitarbeiter, wo er ist. Die Kirchenväter haben sich gefragt, warum der Stamm Dan fehlt. weil wenn ihr euch den katalog der stämme des alten testaments von israel und jakob anschaut werdet ihr feststellen dass es den stamm dan gibt warum hat der apostel johannes oder wer auch immer an seiner stelle die tribu von dan nicht aufgenommen ist das ein versehen oder absicht die kirchenväter sagen dass es absichtlich gemacht wurde die dan tribü gemäß der apokalypse ist genau das letzte glied dieser kette einer unterirdischen satanischen Genealogie. Nicht beeindruckend? Schon. Im Übrigen, lasst euch nicht allzu sehr beeindrucken, denn wir haben es mit einer Lesart der Geschichte zu tun, die eine Geschichte des Heils ist, die den Kampf vorsieht, vor allem den letzten. In meinem Buch Die Symphonie des Lammes vertiefe ich diese Angelegenheit hier und schreibe. Die Stammesliste fehlt dann. Diese Auslassung von Johannes wird bereits bei den Kirchenvätern durch die Überzeugung gerechtfertigt, dass während Christus aus dem Stamm Juda kam, der Antichrist aus dem Stamm Dan stammen wird. Also, diese meine These, die ich euch heute Abend präsentiere, die ein wenig erschreckend ist, ist jedoch theologisch bewiesen. Sie sind schon die Kirchenväter, die sagen, dass Christus aus dem Stamm Juda kommt. Und es gibt eine Genealogie, die in Matthäus bis zu Adam und in Lukas bis zu Adam, dem Stammvater der Menschheit, zurückreicht. Ebenso gibt es, ohne dass wir es offen wissen, eine Abstammung. Dass der Antichrist ebenfalls auf dieses, meiner Meinung nach, so rätselhafte Ereignis aus Genesis 6 zurückgeht. Die Riesen sind nicht nur in Bezug auf das physische Erscheinungsbild zu verstehen, sondern vor allem in Bezug auf intellektuelle und spirituelle Fähigkeiten, denn da es sich um eine Dynastie handelt, die durch die Teilnahme von Dämonen an der Fortpflanzung entstanden ist, kommen Geister hervor. Tatsächlich gibt es einige Familien, einige Familien, die heute die weltweiten Königshäuser haben und für die neue Weltordnung arbeiten. Wenn diese Katechese überlebt, ist es ein Wunder. Einige Familien, die die weltweiten Banken in der Hand haben, haben, wenn man es bemerkt, eine Nachkommenschaft von Menschen, die alle in der Musik kompetent sind, intellektuell sehr begabt, die in allem erfolgreich sind, denen sich alle Türen öffnen die die Macht der Welt in der Hand haben. Es ist die Dynastie des Antichristen. Von dort stammt der Antichrist, wahrscheinlich aus einer jüdischen Familie, sehr wahrscheinlich, weil es aus einer jüdischen Familie ist, weil Luzifer bis zum Schluss Gott nachheffen will. Der Christus kommt von einer jüdischen Frau, aus einer Dynastie, aus einer jüdischen Abstammung. Also kann Lucifer nicht zulassen, dass er aus einer italienischen, französischen, spanischen Dynastie stammt. Nein, er muss jüdisches Blut haben. Und deshalb gibt es Dan nicht, weil es der Stamm ist, aus dem der Antichrist stammen wird. Es ist möglich, dass dies das Attribut ist, dass dieser Form der Kopulation mit den Elohim, den Nephilim auch. Gehört, also denen, die zu Recht als Söhne Gottes übersetzt werden, aber nicht als Menschenkinder gemeint sind, sondern als übermenschliche Realitäten, jedoch nicht zu verstehen wie Fabilino und andere als göttliche Entitäten. Es gibt nur einen Gott, den Gott Jesu Christi. Sind die himmlischen Geister, die Engel mit erstaunlichen Eigenschaften, die vom Himmel verstoßen werden, sie sind gestürzt wie es in der Offenbarung 12 heißt, auf die Erde, auf die Erde. Das sagt die Heilige Schrift ganz klar, auf die Erde. Lucifer behält sich die Aufgabe vor, in diesen mächtigen, reichen, berühmten Mann einzutreten. Sie weiß, dass er zu dieser satanischen Abstammung gehört, aus der durch den Beischlaf mit einer Frau der Antichrist hervorgehen wird. E Pachamama, die ein Kind, ein Leben in sich trägt und dieses abscheuliche Monster, das Bergoglio im Vatikan platziert hat, ist eine, sagen wir, Vorläuferin des Antichristen. Adjungo que Ippolito di Roma, der zwischen dem zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus lebte. Sind wir also wirklich weit in der Zeit zurück, sagt ausdrücklich. Ich habe es direkt aus den Schriften von Ippolito von Rom entnommen. Aus dem Stamm Juda wurde der Christus geboren, aus dem Stamm Dan wird der Antichrist geboren werden. Auch der heilige Irenäus von Lyon berichtet von dieser Überzeugung und es ist erstaunlich, dass auch der heilige Augustinus für mich der Beweis des Namens diese Tatsache bestätigt. Daher ist der Antichrist ein Mensch, der aus diesem Stamm Dan hervorgeht, der zu Beginn der Menschheitsgeschichte durch eine teuflische Besessenheit mit den Frauen der menschlichen Linie eine Vereinigung hatte und es entstand eine unterirdische Linie die sich dann natürlich wie alle menschlichen Linien auf dem Planeten verbreitete aber es gibt diese sie sind diese Menschen die eine veränderte DNA tragen aber im Leben erfolgreich sind sie sind Monster Genies sie schaffen alles was sie tun erlangen leicht Macht und vor allem haben sie die Kontrolle über das Bankwesen. Denn Geld, wie ihr wisst, ist der Mist des Satans. Also haben sie die Macht über die Banken. Sie kontrollieren die weltweiten wirtschaftlichen Transaktionen. Sambeda, der Ehrwürdige. Einer der letzten Kirchenväter schreibt, dass Johannes Dahn ausgelassen hat, von dem gesagt wird, dass der Antichrist geboren werden soll. Also, wie Sie sehen, bitte ich Sie heute Abend um Geduld, weil ich glaube, dass viele von Ihnen diese Dinge noch nie gehört haben. Aber bevor ich sie Ihnen präsentiere, habe ich dafür gebetet, habe darunter gelitten und ich begründe sie. Behalten Sie das im Hinterkopf, denn es ist eine theologisch, sagen wir mal, wie soll man sagen, überzeugende Hypothese. Füg! Welches ist der Grund, warum man glaubte, dass der Antichrist von Dan kommen sollte? Warum gerade aus dem Stamm Dan? Dann ist ein Stamm im Norden, der sich mit Götzen verunreinigt hat. Hier ist also der Verweis auf Pachamama. Verstanden? Der Verweis auf Pachamama ist äußerst wichtig, denn Dan wird von den Kirchenvätern, von einigen Kirchenvätern, als der Stamm angesehen, aus dem der Antichrist fleischlich hervorgeht, da es der Stamm ist, der sich mehr als alle anderen, obwohl auch die anderen es getan haben, vor den Götzen mit dem endgültigen Akt des Abfalls niedergeworfen hat. Während die anderen Stämme eine Art enotestische Wahl getroffen haben, also ein einziger Gott unter vielen, aber wir wollen die anderen nicht verärgern. Der Stamm Dan hat sich für den Abfall entschieden. Jahwe existiert nicht. Jahweh interessiert uns nicht. Wir wollen diese Gottheiten verehren. Welche Götter waren das? Eher eine Gottheit, der man die Kinder opferte, das sagt die Bibel. An Moloch wurden die Kinder geopfert in den Traditionen des Stammes Dan. Wir wissen, dass tatsächlich satanisch anmutende Rituale durchgeführt wurden. Die Schrift sagt es sehr deutlich. Dann bis vor Bergoglio wurde der Götzendienst als eine Sünde betrachtet, die nach Rache vor Gott schreit. Pachamama wurde im Vatikan eingeführt. Schaut, was über den Stamm Dan im ersten Buch der Könige gesagt wird. Der König beriet sich und bereitete zwei goldene Kälber vor und sagte zum Volk, ihr seid zu oft nach Jerusalem gegangen. Der König von Dan, oder? Diejenigen, die sagen, sie müssen den Weg machen, um Yahweh im Tempel von Josua zu verehren. Aber warum macht ihr den ganzen Weg? Seht ihr Bergoglio nicht? Entschuldigung, weiß nicht. Ihr macht den ganzen Weg. an dieser Madonna, da wir dem 13. Mai nahe sind, die erscheint, bevorzuge ich die Maria der Evangelien, was wollt ihr da machen? Anbeten Pachamama. Es ist unglaublich, diese Aktualisierung. Eben der König sagt dann, es ist das Wort Gottes, und ich erfinde nichts. Erstes Buch der Könige, Kapitel 12, Verse 28-30. bis 30. Hier ist Israel, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Der König stellte ein Götzenbild in Bethel auf und das andere in Dan. Dieses Ereignis führte zur Sünde. Das Volk ging nämlich nach Dan, um sich vor Pachamama niederzuwerfen. Es steht nicht Pachamama, ich habe es gesagt, um euch das Unglaubliche zu zeigen. Absolute Aktualisierung. In diesem Sinne frage ich mich, wer Bergoglio wirklich ist. Und ich sage heute Abend etwas, das ich noch nie gesagt habe. Aber es ist an der Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. Woher kommt George Mario Bergoglio wirklich? Weil es offensichtlich ist, dass er das Projekt dieser Familien, dieser quasi satanischen Oligarchie, die aus dem Stamm Dan und dem Stamm stammt, der sich gepaart hat mit, durch die Engel mit den Dämonen, genau, und durch die Menschen mit den Dämonen. Bergoglio setzt diese Agenda, diesen Plan um. Er hat die Paschamama im Vatikan platziert und bereitet den Weg für den Antichristen vor. Also muss man sich genau fragen, woher er kommt. Wäre interessant zu wissen. Es wäre interessant zu wissen. Hier, aber es gibt einen weiteren Text in der Bibel, der über den Götzendienst des Stammes Dan spricht. Also passt gut auf, dass es daher umgekehrt proportional zur Förderung eines Stammes wie dem, aus dem der Antichrist stammt, entspricht die idolatrische Ausweitung. Schaut, was mit Pachamama passiert ist. Die Leute haben sich nicht aufgelehnt, außer ein paar wie wir. Akzeptiert man, Stamm von Dan geworden. Per das Kommen des Antichristen ist es notwendig, dass es eine gibt, Bereitschaft, ihn zu empfangen. Wer hat sich gegen Pachamama aufgelehnt? Es ist ein wahrhaftiger Akt des Götzendienstes, darüber gibt es nichts zu diskutieren. Wer hat sich aufgelehnt? Nun in Genesis verstehen wir alles Vers 16 dieser Text. Von dann, also kehrt er zurück, man hört das Schnauben der Pferde, beim Geräusch des wiehern seiner Rösser bebt die ganze Erde. Was bedeutet dieses kriegerische Vorrücken des Stammes Dan? Für die Kirchenväter ist es bereits in der rabbinischen Tradition und weist so auf das Fortschreiten des Abfalls und der Götzenverehrung hin. Daher wird eines der Zeichen, das zeigen wird, dass wir uns dem Empfängnis, wenn nicht sogar schon der Geburt und Entwicklung des Antichristen als einzelnes menschliches Wesen nähern, jedoch mit der Beteiligung Satans sein dass diese Linie, aus der der Antichrist stammt, in der Zwischenzeit durch die Macht der Medien, die wirtschaftliche Macht, die politische Macht in der Welt verbreitet wird, nur um dann zu entdecken, dass es irgendeinen Anführer im Osten gibt, der sich auflehnt. Und deshalb beginnt sofort die Verleumdungskampagne. Es fällt mir sehr auf, dass in diesen Tagen eine Verleumdungskampagne gegen einen bestimmten Patriarchen geführt wird, die zeigen wollen, dass er Geld hat. Das gleiche geschah mit Vatilix und Benedikt dem 16. Die Familien sind es, es ist die Familie der Antike, es ist diese Linie, verstehst du? Es ist diese Blutlinie, die aus Genesis 6 stammt und im Laufe der Zeit die Ankunft des Antichristen vorbereitet hat, der zuerst Benedikt den 16. ins Visier genommen hat. Der pädophile Bruder, und es war nicht wahr, die Bankkonten, und es war nicht wahr. Es war ein Test, Rufmord gelungen wie es jetzt mit einem anderen Bruder im Glauben von Benedikt dem 16. geschieht, den ich nicht offen nenne, weil sie mich sonst blockieren, nachdem wir 2400 Personen live haben. Derweil deutet das Wie an der Pferde, das von Dan kommt, darauf hin, dass dieser, jetzt können wir ihn den Familienclan des Antichristen nennen, einen letzten Angriff startet. Mit dem Götzendienst und dem Glaubensabfall. Mir scheint jedoch, dass wir dazu nichts weiter hinzufügen müssen. Schließlich gibt es einen letzten Hinweis auf den Stamm Dan als möglichen Stamm, in dem diese Kopulation stattgefunden hat, von der in Genesis 6 die Rede ist, zwischen den gefallenen Elohim und den Frauen und den Menschen. Und es ist Genesis 49, 17, der Text, in dem Jakob, der im Sterben liegt, allen seinen Söhnen den Segen gibt. Und dieser Dan, Komme ich in meinem Buch auf Seite 146 der Sinfonie des Lammes schreibe, ist es ein ungewöhnlicher Segen, eine rätselhafte, geheimnisvolle Prophezeiung, wie es oft im heiligen Text vorkommt. Der heilige Text sagt, Dan sei eine Schlange auf dem Weg, während von den anderen zum Beispiel von Judah gesprochen wird, der ein Löwe ist, und der andere ist ein Pferd, das sind prestigeträchtige Tiere. Hier wird auf die Schlange verwiesen, die erinnert und ruft. Mit aller Deutlichkeit, also seht ihr, wie alles zusammenpasst. Ich möchte ein kleines Buch darüber schreiben, weil es heute nichts gibt, das all dies sagt. Und diese Katechese ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe. Aber alles hat seine Zeit. Und wer weiß warum, spreche ich schon so expressis verbis darüber, wenn ihr seht. Und wir sagen, dass die Schlange den Fall von Adam und Eva evoziert. Die Schlange sagt, dass der heilige Schatz die listigste unter den wilden Tieren war und Eva verführt. Aber in einer Schlange steckt Luzifer. Also wenn Jakob der Vater zu Dan sagt, du wirst wie eine Schlange sein, weist das auf diese Verbindung mit den bösen Geistern hin. Eine Verbindung, die dadurch bestätigt wird, dass der Stamm Dan derjenige war, in dem Götzenrituale durchgeführt wurden. Opfer wurden den Göttern Moloch, Baal, der Göttin Astarte und allen anderen Gottheiten der damaligen Zeit dargebracht. Und es wurden Menschenopfer gebracht, wie es auch in den Stämmen und vorkolumbianischen Kulturen geschah. Und das jedoch im heiligen Land, verstehen Sie? Sie steht in den Psalmen, in der Schrift, dass Gott über diese Opferhandlungen zürnt, versteht ihr, über die Opfer. Allora sagt Jakob zu seinem Sohn Dan, Dan sei eine Schlange auf der Straße, eine Hornwiepe auf dem Pfad, die die Pferdewagen beißt und der Reiter rückwärts fällt. Allora wird der Schlange, dem Stamm Dan, proleptisch eine Macht zugeschrieben, die der von Lucifer ähnelt und sich auszeichnet. Eben wie wir sagen, mit der Tatsache, dass es eine mögliche Verbindung zwischen den Töchtern des Stammes Dan und diesen Elohim gibt, diesen gefallenen Geistern, die jedoch durch Menschen, aber durch Stammestänze, die es noch heute gibt, in Trance geraten und dann in Orgien enden, wurde diese Abstammung eingeleitet. dass wir sagen können eine antichristliche Linie, die letztendlich zur Geburt des Antichristen selbst führen wird. Aber wer ist dieser Antichrist? Wer ist dieser Antichrist? Ein Mensch ist es, einer, der sich als Retter im Stil von Jesus Christus präsentieren wird. Sehr wenig bekanntes Schriftstück von Leo XIII., dem Papst, der die Kirche von Satan angegriffen sah, das eine Ansprache wiedergibt, die am Konsistorium vom 30. Juni gehalten wurde. Im Jahre 1889 sagte der Heilige Vater Folgendes. Es ist eine sehr traurige und monströse Sache, dass aus dieser menschlichen Stadt, das wäre Rom, er hatte gesehen, erinnert ihr euch, die Kirche von Satan angegriffen, in der Gott den Sitz seines Stellvertreters errichtet hat, die Unabhängigkeit des Denkens von Gott verkündet wird von wo die Welt gewohnt ist, die klare Lehre des Evangeliums und Ratschläge zur Rettung zu empfangen. Ivi, durch die Bosheit der Menschen verändert, betrachtet man Denkmäler 1889, die ungestraft für verwerfliche Irrtümer und die gleiche Heresie errichtet wurden. Und diese Stadt Rom, sagt er, in dieser Stadt wurde ein Denkmal für einen bösen und verlorenen Mann errichtet. Er bezieht sich auf Giordano Bruno, dort auf dem Campo dei Fiori. Nicht zufällig war dort die Prozession, die er sah. Seht, alles ergibt Sinn. San Maximilian Maria Kolbe, wo Lucifer stand und Erzengel Michael unter ihm. Zeraskrito, wir werden im Vatikan ankommen, der Papst wird einer von uns sein. Leone XIII. beklagte im Jahr 1889 dieses Denkmal, das zu Ehren von Giordano Bruno am Campo de Fiori errichtet wurde. Sie wollen ihn rehabilitieren, ich habe viel über ihn gelesen und studiert, aber er war ein Esoteriker satanischer Prägung, der im Angesicht des Todes die Sakramente ablehnte und starb. Versprechend Rache auf die schlimmste Weise machen sie ihn zu einem Helden der Gedankenfreiheit. Er ist zu einer Ikone des nicht zufällig antichristlichen Denkens geworden, Giordano Bruno. Der heilige Vater Leo XIII. sagt, dass ein Denkmal für einen bösen und verlorenen Mann errichtet wurde. Diese Stadt Rom, von der man sagte. Sie würde immer der glorreiche und sichere Sitz des römischen Papstes sein. Sie möchte man stattdessen, dass es das Zentrum einer neuen Gottlosigkeit wird, wo die menschliche Vernunft, gleichgestellt mit Gott, absurd und frech verehrt wird. Hier konnte Leo der Dreizehnte nicht wissen, was die Madonna in La Salette gesagt hatte, nämlich, dass Rom der Sitz des Antichristen werden würde. Ein weiteres, was ich sagen möchte, das mir sehr wichtig erscheint, ist, dass. Einigen Gelehrten zufolge Kirchenvätern nenne ich euch die Namen, denn sonst glaubt ihr mir nicht. Sankt Hieronymus, Andreas von Caesarea, Areta, der ehrwürdige Beda, Aivone, Rabano, Strabo, die heilige Usolmo, Ruoto von Domestor, Ludolf der Kartäuser, Sankt Antoninus, dessen Fest heute ist, Johannes Gerson und so weiter. Wird der Antichrist im Norden geboren, das heißt von Israel? Im Norden von Israel und im Norden von Israel war genau der Stamm Dan. Er wird das Ergebnis einer unrechtmäßigen Verbindung sein, wird mit außergewöhnlichen bösen Künsten erzogen und wird auswendig wissen. Dies ist ein Zitat von Anselm von Auster, das ich aus diesem Büchlein entnehme, das ich euch immer von der Casa di Michele die Efe empfehle, die verdienstvoll ist weil sie Bücher veröffentlicht, die man normalerweise nicht findet. Dies ist ein Text mit dem Titel Der Antichrist von Augustin Lema. Augustin auf Französisch, Augustin Lema. Augustin Lema war ein französischer Priester. Naja, er starb im Jahr 1909, der diesen Text geschrieben hat. Also absolut glaubwürdig. Eben, laut dem Heiligen Anselm, wird der Antichrist die gesamte Heilige Schrift auswendig kennen und die Künste direkt beherrschen. Das heißt, er muss sie nicht studieren, er erwirbt sie, durch das Werk seines Vaters, der Satan ist. Sein Schutzengel wird sich von ihm entfernen, an seiner Stelle wird Satan als Schutzengel kommen, das sagt der heilige Antoninus von Florenz, dessen Fest heute ist. Daher wird er die Weltherrschaft erlangen, nicht nur mit Waffen, sondern mit List. Die Dämonen werden ihm die Macht über die Banken in die Hand geben. Das sagt auch noch der heilige Anselm. Seht's, von dem heiligen Anselm, dem heiligen Ephraim, Lactanz, dem heiligen Hippolyt von Rom sagen sie, dass er mit Hilfe des Dämons alle Wunder Jesu Christi vollbringen wird, die Lahmen heilen, die Prähistorischen zum Gehen bringen und sogar die Toten auferwecken wird. Und das sind alles Überlegungen, die sicherlich zum Nachdenken anregen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Prophezeiungen, denn die Zeit läuft ab. Es schien mir nur, als hätte ich heute Abend etwas angedeutet, die Vertiefungen bei einer anderen Gelegenheit. In besonderem Maße San Vincenzo Ferreri, der nicht umsonst der Engel der Apokalypse genannt wird, und der die Gelegenheit hatte, vielleicht wie wenige andere, die Angelegenheit des Antichristen zu vertiefen. Seine Texte sind nicht bekannt, aber hier und da kursiert etwas. Ich lese eine Predigt über den Antichristen. St. Vinzenz Ferrer sagt, er wird ein wahrer Mensch sein aber so stolz, dass er nicht nur die vollständige Herrschaft über die ganze Welt anstreben wird, sondern sogar verlangen wird, Gott genannt zu werden. Und er wird auf göttliche Verehrung bestehen. Jetzt, wenn wir Offenbarung 13 lesen, sind wir dort. Noch einmal wird der Antichrist seine Angriffe gegen die einfachen Menschen richten, die Gott so sehr gefallen, da ihre Herzen sich ihm in Aufrichtigkeit der Absicht zuwenden. Er wird sich der Magie bedienen. Ich habe auch in meinem Buch über die Gedankenkontrolle gesprochen. Der Systems zur Gedankenkontrolle. Ich erinnere mich, als ich das Interview mit Red Ronnie gemacht habe, als es noch keine Live-Übertragung gab, sprachen wir über Frequenzen. Er sagte mir, dass es eine Studie über musikalische und auditive Frequenzen gibt. Ich bin kein Experte. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich sage es mit meinen eigenen Worten als Laie. Wenn ein bestimmtes Frequenzniveau erreicht wird, kann diese Frequenz den Geist beherrschen. Viele Rockmusiker wissen das, oder? Sie wissen das. Dieses Überschreiten der Dezibel, zum Beispiel in der Metalmusik. Wenn man von Versammlungen, Rave-Partys spricht, wird überschritten. Bestimmte Frequenzen, weil es zur Gedankenkontrolle kommt. Diese Dinge wird der Antichrist auf beste Weise durch die Medien beherrschen. Er wird den Geist der Menschen regieren und die Auserwählten, die nicht von dieser Gedankenkontrolle beherrscht werden, werden leiden, weil sie den Leuten sagen werden, merkt ihr es nicht? Seid ihr blind, dass ihr es nicht merkt? Ihr seid verrückt? Warum seid ihr gegen den, der doch ein Wohltäter der Menschheit ist? Der Antichrist, sagt noch der heilige Vincenz Ferrer, wird weitere Wunder vollbringen, dank der Macht der Dämonen. Und diese werden wahre Wunder gemäß der Natur der Dinge an sich sein, aber falsch gemäß der Definition eines Wunders. Die Anhänger des Antichristen werden Statuen befragen, die er machen wird. Seht, wie die Paschamama zurückkehrt, und sie werden Antworten geben. Erwarten wir alles von diesem Idol Paschamama über den Herrscher, der in den letzten Zeiten gekommen ist, behauptend, dass er der Retter ist. Also werden diese Idole sprechen, der Teufel wird ihre Lippen bewegen und die Worte hervorbringen, die sie aussprechen werden, wenn sie erklären, es ist immer San Vincenzo Ferreri, der das sagt, eine Prophezeiung aus dem 14. Jahrhundert, dass der Antichrist der wahre Retter der Welt ist, und auf diese Weise wird er die Zerstörung vieler Seelen verursachen. San Vincenzo Ferreri, ich habe noch kurz Zeit, dann Schluss. Auch die heilige Brigitta von Schweden kennen wir, die der Gebete der heiligen Brigitta, die eine Mystikerin war, hatte Visionen und so weiter, hatte private Offenbarungen über den Antichristen. Lesen wir in ihren Schriften, die Mutter des Antichristen wird eine verfluchte Frau sein und wird natürlich wahrscheinlich auch zu ihr gehören, nicht nur der Mann, durch den Satan geben wird. Nur nur der Mann, der den von Satan besessenen Samen geben wird, sondern wahrscheinlich auch die Frau, die Frau, die empfängt. Stellt euch vor, welche Mission diese Frau haben wird, aber sie gehört auch zu dieser geheimen Linie. Sie wird verflucht sein, wird vorgeben, über spirituelle Angelegenheiten informiert zu sein, und ihr Vater wird ein verfluchter Mann sein. Seht, wie alles zusammenpasst, aus dessen Samen der Teufel das Werk formen wird. Also ich sage heute Abend nichts so Umstürzlerisches, Legendäres, aber alles fügt sich, wie Sie sehen. Der Zeitpunkt dieses Antichristen, sagt die heilige Brigitta, die ich gut kenne, wird kommen, wenn die Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit über alle Maßen zunehmen, wenn die Ungerechtigkeit das Maß bis zum Überlaufen gefüllt hat und die Bosheit bis zu ungeheuren Ausmaßen gewachsen ist. Er wird drei Jahre lang herrschen und wird über die ganze Erde herrschen. Diese ist eben eine Prophezeiung der heiligen Brigida. Um auf unsere Tage zu kommen, unter den vielen möglichen Hinweisen der Prophezeiungen und ihrer Integration, die ich Ihnen heute Abend zu bieten versucht habe, gibt es eine, die mich sehr beeindruckt hat, nämlich die Botschaften der Madonna an Don Stefano Gobbi. Messaggi, die in meinen Augen absolut, sagen wir, glaubwürdig sind. In einer dieser Botschaften sagt die Madonna am 31. Dezember 1992 zu Don Stefano Gobbi, dass das vierte Zeichen, sie spricht von der Apokalypse, das schreckliche Sakrileg ist, das von demjenigen begangen wird, der sich Christus widersetzt, also vom Antichrist. Er wird in den heiligen Tempel Gottes eintreten und sich auf seinen Thron setzen. In diesem Sinne hat Bergoglio viele antichristliche Merkmale. Manchmal frage ich mich, oder? Er wird in den Tempel Gottes gehen. Und sich als Gott verehren lassen. Erinnert ihr euch, dass Jesus zu Maria Valtorta über den Götzenhirten spricht, oder? Idolisiert von den Massen, die die protestantische Lehre annehmen. Interessant, oder? Die Priesterinnen, die Abschaffung des Zölibats, die Interkommunion, die Eucharistie, die nicht mehr die reale Gegenwart ist. Und daher kniet man nicht mehr nieder. Sagt mir, ob das nicht eine Agenda ist die mit der Feigheit von Kardinälen und Bischöfen vollständig umgesetzt wurde. Die Messe ist kein Opfer, nur das heilige Abendmahl, die Erinnerung an Jesu letzte Tat. Und so wird die Feier der heiligen Messe abgeschafft. Achtung, ab jetzt keine Messe mehr wie das Vaterunser. Ein Vater Ein antivaterunser unser ist da, nicht das von Jesus. In dieser Abschaffung des täglichen Opfers besteht das schreckliche Sakrileg, das vom Antichristen begangen wird, dessen Dauer, darüber sind sich alle Prophezeiungen einig, etwa dreieinhalb Jahre betragen wird, also 1290 Tage. Ich möchte schließlich ein paar Aussagen der Kirchenväter zitieren, wonach der Antichrist kurz vor dem Ende der Welt kommen wird. In besonderer Weise zitiere ich aus der Stadt Gottes von Augustinus, der schreibt: Bevor das endgültige Gericht Gottes stattfindet, wird in diesem Augustinus, also Summa Autoritas, das ewige Reich der Heiligen eingeführt. Das Reich des Antichristen wird die Kirche heftig angreifen, auch wenn nur für kurze Zeit. Wer also leugnet oder zweifelt, dass das letzte Gericht, wie in den zitierten Büchern der Bibel angekündigt, kommen wird, ist jemand, der aus einem unglaublichen Missmut oder Unwissenheit nicht daran glaubt. Wir haben erfahren, dass bei diesem Gericht diese Ereignisse eintreten werden. Das Kommen von Elia aus Tispe. Dies ist ein Thema, das ich in meinem Buch behandelt habe. Ich zitiere auch eine Quelle, deren Zuverlässigkeit wir nicht kennen, von Pater Pio, der an die Rückkehr von Elia in Fleisch und Blut glaubte. Der Glaube der Juden, wir wissen, dass die Juden sich massenhaft bekehren werden. Die Verfolgung durch den Antichristen, das Gericht Christi, die Auferstehung der Toten. Hier reiht Augustinus alles in Folge auf, die Unterscheidung von Guten und Bösen, das Kataklysmus der Welt. Jetzt schließe ich mit einem Wort, zunächst haben wir gesehen, dass es möglich ist, dass Der Text aus Genesis 6, der von einer Vereinigung der Elohim und filii mit den Frauen und Männern spricht, könnte auf den Beginn einer möglichen satanischen Linie hinweisen, was dann dadurch bestätigt wird, dass in der Offenbarung 7 der Stamm Dan nicht erscheint der von den Kirchenvätern als der Stamm des Antichristen angesehen wird. Es ist möglich, dass aus dieser Blutlinie, die die Banken in der Hand hat, diese satanische Oligarchie jüdischer Herkunft der Antichrist hervorgehen wird. Die Prophezeiungen, wie ich euch sagte, bestätigen es. Ich habe euch mehrere davon genannt. Dieses Imperium wird dreieinhalb Jahre dauern. Es wird eine absolut klare Agenda angewendet, in der Jesus Christus fehlt. Dies wird durch eine synkretistische Agenda ersetzt. Alle Religionen sind gleich. Eine Art umweltfreundliche und ökologische Agenda. Das Ekos, nicht das Ethos. Das Ekos wird zum Ethos. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Es bedeutet, du schützt die Umwelt. Was macht es, wenn du dann Ehebrecher bist? Wenn du, ich weiß nicht, fleischlich bist? Wenn du in der Sünde des Fleisches lebst? Das Wichtige ist, dass du jedoch zur Bewahrung der Schöpfung beiträgst. Das Echos mit C ersetzt das Ethos. Verstanden? Diese ist die Agenda, und hier verweise ich euch darauf. Haltet an, denn sonst weiß ich jetzt nicht, wie ich diese Katechese abbrechen soll. Das ist ein großes Problem. Unterbrecht plötzlich die Mitarbeiter, während ich spreche, sonst gibt es hier ein Problem. Aber warum? Das sind Fragen, die uns alle betreffen. Ich zahle mit Blut, ich vergieße es nicht, aber es ist, als ob es geschehen würde. Also habe ich das volle Recht gehört zu werden, das volle Recht gehört zu werden. Und ich sagte gerade, dass im Text von Solowieth der Antichrist von einem interreligiösen Gipfel die Rede ist. Dort, wo sich der Antichrist als Retter der Menschheit präsentiert, der Herr der Welt, erinnert ihr euch an den anderen großen englischen Text, der Herr der Welt von Bergoglio. Eben, also wird dieser Antichrist, wenn er es nicht schon tut, eine antichristliche Agenda anwenden wo das Primat und die einzigartige Heilsbedeutung von Jesus Christus durch ein Pantheon der Religionen und die neue Weltordnung ersetzt werden. Wie endet's? Die Zeit des Antichrists ist kürzer, als wir denken. Alle Väter, wie ihr gehört habt, die geistlichen Lehrer, die Theologen sagen dreieinhalb Jahre, dass selbst wenn es keine buchstäbliche Anwendung ist, es dennoch eine symbolische Anwendung bleibt, die an eine kurze Zeit denken lässt. Enden wird es damit, dass der Mensch plant und Gott lenkt und dass Gott uns als Rettung gegeben hat. Jemand schrieb anfangs, sie seien terrorisiert, aber wir haben die heilige Jungfrau Maria, die einen Gegenplan vorantreibt, den Kampf aus der Offenbarung 12 zwischen Dodo und Vincenzo und dem roten Drachen. So wie es eine fleischliche Nachkommenschaft des Antichristen gibt, gibt es eine geistliche Nachkommenschaft Mariens, die der Apostel der letzten Zeiten. Ich glaube, wir sind heute Zeugen von etwas Ungekanntem. Alles wurde bereits vom Westen aus, in Richtung der Knotenpunkte, zum sagen wir anderen Teil des Planeten, des neuen Weltordnung geplant. Alles war mittlerweile klar. Es war notwendig, dass die Regierungschefs der ganzen Welt ein Abkommen unterzeichneten, in dem Gay Prides, LGBT-Veranstaltungen erlaubt wurden und die Regierungen sich zur Umsetzung bereit erklärten. Zur Umsetzung des Kalergi-Plans, des Kissinger-Plans oder des Soros-Plans, um nur einige zu nennen, einer Dezimierung der Menschheit, einer immer stärkeren Kontrolle der Individualitäten und so weiter. Aber wir erleben bereits ein unerwartetes Ereignis, das sich jemand widersetzt hat. Jetzt das Werk der Delegitimierung, der Verteufelung, der Dämonisierung gegenüber diesem Einzelnen. Wir sehen es im Fernsehen bis zum Erbrechen wiederholt. Wir sehen es wiederholt, wir sehen es wiederholt und die Leute fallen darauf rein. Die Massen glauben an diese Erzählung. In Wirklichkeit könnte es sein, dass dieser Typ, der aufgestanden ist und gesagt hat, ich mache nicht mit, dass der Krieg auch notwendig war. In Wirklichkeit hat er es getan, wie sein Freund berichtete von. Sein Verbündeter, der Patriarch der gegen die neue Weltordnung kämpft. Es ist fast ironisch, dass er Bergoglio auslacht, der seinem Freund, dem Patriarchen, nahelegt, Patriarch zu bleiben und sich nicht in die Politik einzumischen. Der Topf nennt den Kessel schwarz, verstehst du? Mal wirklich, die zu Satan gehört, ist heuchlerisch. Bergoglio empfiehlt also, all Patriarchen, sich nicht für Politik zu interessieren, Bergoglio, der gesagt hat, dass Bonino eine großartige Frau ist, Bergoglio, verstanden? Mann von der Linken, der gesagt hat, dass Bede gut daran tut, die Kommunion zu empfangen, Abtreibungsbefürworter im neunten Monat. Bergoglio, der Politiker ist, macht keine Politik, sagt zum Freund Patriarchen, sei der Patriarch, kümmere dich nicht um Politik. Alles das ist ein Vorgeschmack. Des Rabatts, des Rabatts zwischen der Nachkommenschaft Marias, und der unglaublichen Nachkommenschaft des Antichristen, die, wie ich euch heute Abend gesagt habe, sehr tiefe biblische Wurzeln hat. Ich segne euch von Herzen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus und vorwärts mit Maria.